Servus Leute und schön, dass ihr wieder mal mit eingeschaltet habt zu einem neuen Guild Wars 2 Guide zum Erfolg Echolotung. Wir sind hier beim Reliquia der Drainer und dort ist dann der entkettete Wyvern. Dieser oder das Event für diesen Wyvern erscheint erst, wenn wir alle Events in diesem Bereich abgeschlossen haben. Das ist dann sozusagen der Endboss. Und ihr habt gerade gesehen, diese Schallwellen sind sozusagen das Echo von ihm und wir müssen in diesem Echo sein, aber ihm auch ausweichen. Das heißt, wir müssen in das Echo rein und dann dem Echo hinterher und euch nicht so erwischen lassen wie ich. Eigentlich geht es recht einfach, wenn ihr, also bei mir war es jedenfalls recht nah rangeht, dann habt ihr eine gute Ausweichchance. Es wackelt immer so hin und her. Also probiert es einige Male, er macht es auch einige Male und dann dürfte das eigentlich kein Problem sein. Ihr werdet etliche Male dazu kommen, das Ganze auszuprobieren. Es ist ziemlich schwierig, zum Beispiel jetzt habe ich es gerade geschafft gehabt und damit hättet ihr eigentlich auch schon den Erfolg Echolotung heißt der, glaube ich, genau, auch bekommen. Ich hoffe, euch hat der Guide mal wieder gefallen. Noch ein Tipp von mir für diesen Erfolg. Ein bisschen Eile hilft auch. Ich weiß, manche denken, während dem Fliegen, hey, das geht eigentlich gar nicht. Aber ja, das funktioniert natürlich wunderbar. Von daher Eile-Boost drauf machen und schon habt ihr den Erfolg eigentlich sehr einfach erledigt. Also, wir sehen uns wieder beim nächsten Guides. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.